Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start mit der nächsten Episode, das ist heute die 20. Das heißt eine Jubiläumsepisode. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Für diese Episode würde ich mich extrem darüber freuen, wenn wir 1000 Likes schaffen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall drin. Wir haben sehr, sehr geile Spieler heute wieder dabei. Ihr habt schöne Vorschläge gemacht und die habe ich alle in die Tat umgesetzt. Und dementsprechend denke ich mal, dass es euch auf jeden Fall gefallen sollte. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu Instagram, Facebook, Twitter und Randyrun bei Instagram auf jeden Fall vorbeischauen. Das ist momentan die Seite, die sich wirklich bei mir am meisten lohnt, denn da bin ich auf jeden Fall am aktivsten. Aber der Like ist natürlich das Wichtigste, beziehungsweise das, worüber ich mich am meisten freue. Ich denke mal, das ist jedem von euch bewusst. Ihr habt auch fleißig in die Kommentare Spieler geschrieben, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Und dementsprechend fangen wir auch direkt mal an mit dem ersten für diese Episode. Und das ist einer aus der Premier League, und zwar ein 5-Star-Skiller, Yannick Bolasie von Crystal Palace. Momentan 76er Rating, der gute Mann, der sehr, sehr schnell ist und letzte Saison einen sehr, sehr geilen Team of the Season hatte. 85 Dribbling, 70 Shooting, 68 Passen und 80 Physis predicte ich für ihn. Plus 2 in Head-to-Head, hat er 77. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf 78 hochgeht. Ist einer von Crystal Palace wichtigsten Spielern und hat bereits einen 80er Inform. Genau deswegen könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass er da ein Plus 2 Rating sogar bekommt. Und die Stats sehen auch sehr, sehr nice aus. Plus 2 Shooting, plus 2 Passen, plus 2 Dribbling und plus 1 Physis. Genauso wie plus 0 Tempo und plus 0 Defending. Deswegen ist das nicht so wichtig. Aber an sich hätte er das in meinen Augen auf jeden Fall verdient. Crystal Palace ist bisher gar nicht mal so schlecht in dieser Saison, wie man es eventuell erwarten könnte. Eigentlich gelten die ja mehr oder weniger als Abstiegskandidat jedes Jahr aufs Neue wieder. Ist genauso was wie Queen's Park Rangers. Crystal Palace ist in sich kein schlechter Club, aber irgendwie sind sie halt doch nicht so das Wahre. Ja, die Queen's Park Rangers sind ja auch abgestiegen. Allerdings sieht bei Crystal Palace momentan deutlich besser aus. Tabellenplatz 8 steht da zu Buche und Yannick Bolasie bisher mit immerhin 4 Toren und 2 Vorlagen in 16 Spielen. Nicht ganz so erfolgreich wie beispielsweise Johan Cabaye. Es ist schon traurig eigentlich, dass die keine wirklichen Torschützen haben, denn danach ist der erfolgreichste Innenverteidiger mit Scott Dann mit bereits 3 Treffern. Aber das zeigt natürlich den Stellenwert bzw. die Wichtigkeit von Bolasie für Crystal Palace und dementsprechend ist, denke ich mal, das Rating-Upgrade um 2 auf 78 auf jeden Fall verdient. Wir kommen zum nächsten Spieler für diese Episode. Das ist der sehr interessante nächste Spieler und der heißt Pierre-Emile Forsberg, spielt in der zweiten Bundesliga bei RB Leipzig. Buh, RB Leipzig, Max, wie kannst du diesen Wichsern überhaupt ein Upgrade geben? Ganz einfach, ich bin nicht so biased und ich hasse RB Leipzig nicht, wie ihr eventuell wisst, und dementsprechend gucke ich einfach auf die Leistung von Emil Forsberg. Der ist übrigens nicht Pierre-Emil Forsberg, das war Pierre-Emil Heuberg, das tut mir leid. Er ist nur Emil Forsberg und ich kann da einfach nur sehen, dass der sehr, sehr stark ist bisher. 5 Tore, 4 Vorlagen, gerade als Freistoßschütze sehr, sehr stark. Eine Marktwertsteigerung von bisher, ja in diesem Jahr zumindest, beziehungsweise im vergangenen Jahr von 700.000 von Malmö auf 2 Millionen mittlerweile. Das ist in der zweiten Liga, ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. 24 Jahre ist der gute Mann alt, das heißt auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der, wenn Leipzig aufsteigt, beziehungsweise nachdem Leipzig aufgestiegen ist, sind wir mal realistisch, auch in der ersten Liga einer der Keyplayer sein wird, beziehungsweise einer der wenigen Spieler, die auf jeden Fall noch eine Zukunft bei diesem Team haben, einfach weil er wirklich sehr, sehr gut ist und in jeglicher Hinsicht ist eigentlich ein Kiyotake. Es ist ein Kiyotake, er ist nicht so schnell, aber auf jeden Fall relativ stark, was das Dribbling angeht, sehr stark, was Freischüsse und Standards angeht und hat dazu noch relativ guten Schuss, ist ja gefährlich allgemein aus dem Spiel heraus und bei Standards, also so ein typischer Spieler, den man auf jeden Fall auf der Seite braucht, beziehungsweise auch in der Zentrale braucht, hat Forster-Skills und sieht dementsprechend sowohl in Ultimate Team als auch in Head-to-Head sehr, sehr gut aus. Nächster Spieler für diese Episode ist dann der dritte und wieder ein Silberspieler. Er spielt in der türkischen Liga bei Fenerbahce. Sein Name ist Kaldirim, ist Linksverteidiger, bei momentan, glaube ich, Tabellenführer. Oder sind die Tabellenführer? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall steht Fenerbahce gar nicht mal so schlecht da diese Saison. Letztes Jahr sind sie, meine ich, Meister geworden. Dieses Jahr sieht es auch wieder so aus, als ob es ein Dreikampf werden würde, wie eigentlich jedes Jahr. Er ist momentan verletzt, der Kollege Kaldirim. Wann? Die Rückkehr ist unbekannt. Allerdings muss das nicht unbedingt was heißen. Er hat bisher 2 Vorlagen gemacht und ein Tor in der Super League und wie gesagt, gerade Fenerbahce ist einfach ein Team, das sehr, sehr gut ist. In Head-to-Head hat Kaldirim bereits auch ein 73er Rating. Fenerbahce ist übrigens sogar Tabellenführer, sehr, sehr nice. In Head-to-Head hat Kaldirim bereits auch ein Upgrade erhalten auf 73. Ich könnte mir aufgrund dessen, dass Fenerbahce halt Tabellenführer ist und dass er wirklich sehr, sehr stark spielt, vorstellen, dass er auf 74 hochgeht, 78 Tempo, 73 Defending, 74 Physis, sieht an sich sehr, sehr nice aus. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Ihr habt auch vorgeschlagen, Gökhan Gönül zu predikten. Der türkische Rechtsverteidiger von ebenfalls Fenerbahce. Bei dem habe ich mich dagegen entschieden, denn der momentan in Head-to-Head bereits ein niedrigeres Rating, als er in Ultimate Team hat und deswegen wird EA dann quasi gar nichts machen. Er hat momentan 77er Rating Ultimate Team, 76er in Head-to-Head. Dementsprechend werden die dann nicht sagen, hey, plötzlich machen wir doch mal ein 80er Rating drauf, wenn einer Euroleague gut gespielt hat und auch von mir aus in der Liga selber. Aber ich denke nicht, dass er eins bekommen wird. Tut mir leid, liebe Fenerbahce-Fans, aber ich denke mal, ihr könnt mir das verzeihen, denn es ist nicht meine Schuld, sondern die von EA. Wir kommen zum nächsten Spieler und der spielt diesmal in der Ligue 1, ist ein Offensiver und sein Name ist Benjamin Mukai.
Akanjo ist bei Lorient momentan der Top-Torschütze und der zweitbeste Torschütze der kompletten Ligue 1. Das liegt ganz einfach daran, dass der Junge überhaupt nicht rechtes Mittelfeld spielt, sondern Stürmer. Das an sich eine sehr nicer Position-Change, denn der sieht auf der rechten Seite schon relativ stark aus. Leider keine Forster-Skills, aber ansonsten 80 Abschlüsse in Head-to-Head, sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Dazu 77er-Rating und Position-Change eben mit inbegriffen, beziehungsweise gerade wegen seinem Position-Change auch das Rating-Upgrade. 78 Shooting, also plus 3. Dazu plus 2 Dribbling, plus 1 Tempo und plus 2 Passen, plus 1 Physis, plus 1 Defending. Sieht sehr, sehr stark aus auf jeden Fall. Leider Gottes wahrscheinlich, je nachdem, wie er das handhaben wird, aber ich denke mal, weil er ein Head-to-Head keiner hat, bekommt er auch ein Ultimate-Team nicht. Keine Forster-Skills, sieht aber trotzdem auf jeden Fall nicht schlecht aus. Allgemein hat Kamerun relativ starke Stürmer und das sieht man auch daran, dass der 11 Tore in 19 Spielen gemacht hat bisher. Ich denke mal, das Upgrade ist relativ realistisch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Der Position-Change, den sollte es auf jeden Fall geben und damit verbunden wäre das Upgrade noch nur eine logische Konsequenz. Vielleicht sogar nur ein 76er-Rating, aber weil er halt eben auch ein Head-to-Head ein 77er-Rating hat und weil er so erfolgreich ist und er das eigentlich nicht verleugnen kann, denke ich mal, dass auf jeden Fall da was passieren wird. Er ist momentan verletzt, genauso wie gerade Kaldirim, aber ich denke mal, wenn er zurückkommt, wird er genauso weiterspielen und dementsprechend ist das Upgrade auf jeden Fall gerecht. Weil wir kommen zu einem der Spieler, der momentan ausgebuht wird in der Premier League. Das liegt ganz einfach daran, dass sein alter Mythos wiedergeboren ist und zwar, wenn er ein Tor schießt, stirbt eine Legende. Aaron Ramsey ist der Spieler, um den es hier geht und eventuell kennt ihr das bereits. Zuletzt sind David Bowie und ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler von Professor Snape auf jeden Fall aus... Harry Potter heißt, bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall sind die beiden gestorben, nachdem Ramsey ein Tor geschossen hat. In der vorletzten Saison war Ramsey sehr, sehr erfolgreich, was Tore angeht, hat bisher auch in 174 Spielen bei Arsenal 27 Tore, das heißt, er kann nicht jedes Mal einen Tod verursacht haben. Allerdings, ja, muss man ganz ehrlich sagen, dass es auffällig ist, denn es war vor ein paar Jahren schon mal so, unter anderem wurde Gaddafi getötet, nachdem der Kollege ein Tor geschossen hat und es ist, glaube ich, nochmal irgendwas passiert, bin mir gerade gar nicht sicher was, aber auf jeden Fall hat das schon einen gewissen komischen Beigeschmack, wenn Ramsey trifft, vor allem, weil es gerade halt wieder losgeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man ihn deswegen ausbuhen muss, weil er macht das ja nicht absichtlich. Aber ich denke mal, es wird sich schon legen irgendwann wieder, oder? Also es ist nicht wahrscheinlich, dass jetzt jedes Mal, wenn der trifft, irgendjemand stirbt. Und wenn das wirklich so wäre, dann sollte man den besser nicht in den Sturm stellen. Aber ich denke mal, das kann man auf jeden Fall nicht, kann man nicht sagen. Trotzdem ist er auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Ich habe gerade gesagt, er trifft ab und zu mal. Das als zentraler Mittelfeldspieler spricht schon für ihn. Ihr seht schon, auf 83 grade ich ihn ab. Quasi mit 70 Tempo, 79 Shooting, 80 Passen, 81 Dribbling, 70 Defending und 77 Physis. Alle Werte über 70, sieht stark aus. Und dementsprechend freue ich mich, wenn es diese Karte geben sollte. Wir kommen zum letzten Spieler für diese Episode. Das ist nochmal aus der Premier League und zwar Willian, das heißt der zweite Flügelspieler, den wir diese Episode aus der Premier League haben. Er ist vielleicht der stärkste Spieler momentan beim FC Chelsea, viele von euch wissen es ja wahrscheinlich, sind momentan, glaube ich, 14. in der Liga, das heißt, sind richtig am Schwächeln. Auch nach der Entlassung von Mourinho läuft es noch nicht so wirklich rund. Zuletzt ein sehr, sehr glücklicher Punkt gegen Everton, den John Terry in der 98. Minute erst herbeigeführt hatte. Aber Willian ist bisher in 21 Spielen mit 9 Scorerpunkten relativ gut dabei. In der Champions League hat er bereits 5 Tore erzielt in 6 Spielen, was auch eine sehr ordentliche Leistung ist. Und auch weil sein Marktwert nicht wirklich am Fallen ist oder sowas, sondern weil er einfach einer der besten Spieler bei Chelsea ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Junge zumindest ein kleines Upgrade bekommt auf 83. Liegt einfach, wie gesagt, daran, dass er in meinen Augen momentan der stärkste und stabilste Spieler bei Chelsea ist. Sowohl in der Offensive sehr stark, als auch defensiv mit Qualitäten, wie wir ja auch an seiner Karte sehen. Zumindest 52 Defending, das ist für einen brasilianischen Außenspieler gar nicht mal so selbstverständlich. Ich bin gespannt, was mit Chelsea noch so passieren wird diese Saison, ob die irgendwann wieder angreifen können, beziehungsweise ob die überhaupt noch ins internationale Geschäft bekommen. Ich bin gespannt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich passieren wird. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, glaubt ihr, Chelsea kommt nach oben oder nicht. Wir werden es auf jeden Fall miterleben, aber bis dahin auf jeden Fall erstmal eine 83er Karte für William mit 80 Passen, 75 Shooting, 89 Tempo und 86 Dribbling. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Wie gesagt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich zähle euch nochmal ganz kurz auf, wen Ramsey angeblich als umgebracht hat. Und zwar einmal Osama Bin Laden im Mai 2011, Oktober 2011 Steve Jobs, Oktober 2011 Muammar al-Gaddafi, Februar 2012 Whitney Houston, November 2013 Paul Walker und August 2014 Robin Williams und jetzt eben David Bowie und Alan Rickman. Daran sieht man schon, so regelmäßig trifft er nicht, beziehungsweise es kann gar nicht sein, weil 27 Tore, das sind keine 27 Toten. Von daher ist der Mythos eine absolute Ente und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao. Haut rein und ciao.